Hallöchen, heute wollte ich euch mal meine Bienenpflanzen zeigen. Schaut euch das an, was da für ein Betrieb drauf ist. Diese Blaudistel ist wirklich so besucht, dass ich sie jetzt überall im Garten verteilt habe. Und überall sind die Bienen begeistert davon. Ihr seht, die schwirren hier rum, die Hummeln, die Bienen sind hier immer komplett unterwegs. Dazu kommt eigentlich jetzt um die Jahreszeit normalerweise. Schaut euch das an hier. Seht ihr das? Ein Betrieb wie auf dem Jahrmarkt. Dazu kommt normalerweise hier der Sommerflieder, der auch in mehreren Farben gibt und wunderschön für den Garten geeignet ist. Aber wie ihr seht, mokelt der dieses Jahr ein bisschen vor sich hin. Normalerweise müsste der schon längst blühen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Wie ihr seht, ich habe die überall im Garten verteilt, weil die Bienen lieben die und das ist auch sehr nektarreich. Und die sehen halt auch fantastisch aus, diese Pflanzen, muss man schon dazu sagen. Also wie ihr seht, die sehen wirklich sehr schön aus. Und was hier für ein Betrieb ist, ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Also hier ist richtig Halligalli. Und dazu habe ich noch für Frühjahr, kann ich euch mal zeigen, hier mal meine Röschen. Auch ganz hübsch. Ach, da hinten versteckt sich doch noch ein Stück Wein. Ja, die Weinpflanze ist dies Jahr ein bisschen sparsam mit ihren Weintrauben, aber dafür halt hinten noch eine. Moment, geh mal weiter. Hier. Denkt man kaum, aber Blaubeeren sind super geeignet dafür. Als Frühjahrsblüher haben die tonnenweise Blüten und sind für Bienen und Insekten sehr interessant. Gut, das war es jetzt erstmal. Also, wie ihr seht, hier hinten auch und Halligalli. Also, ich finde die wunderschön. Die passt überall hin. Die kann man normalerweise, wenn sie trocken sind, also normalerweise würden sie jetzt das erste Mal eingehen. Durch die Trockenheit hat sich das ein bisschen verschoben. Man kann die auch als Trockenblumen nehmen, natürlich, ja. Trockenpflanzen nehmen. Aber wenn man die zurückschneidet einmal, dann blühen die meistens normal, ungefähr auf die Hälfte der Größe kommen sie dann nochmal und blühen nochmal richtig schön. Also kommt immer auf den Sommer an. Diesen Sommer ist ja doch ein bisschen verwirrt. Hier seht ihr meinen Buschsalat, Spinat, Buschspinat. Der ist auch sehr lecker. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.